So, und da bin ich auch wieder zurück zu Fußballmanager 12, meine Lieben. Ich werde mich schwer dafür, dass Bittenkurt und Leitner hier die Plätze tauschen, dass es hier gut beim Alten bleibt. Achtung! Besic ist noch nicht bereit anscheinend. Wir sind gerade, ja, bei Freund des Spiel Lotte. Royer muss raus. Dafür kommt Chamberlain mal rein, ob er spielt lieber auf die Seiten. Oder nehmen wir mal immer so. Koch muss ebenfalls raus, ist mittlerweile, ja, Nationalspieler. Für ihn kommt Rudolf mal wieder rein, Zanka geht raus, dafür kommt Besic auch nicht. Hornschuh, Besic rein, Mitchell Weiser, Zanka, Julian Koch. Rodriguez muss ebenfalls raus, dafür kommt Vicky rein. Vicky, wo bist du? Da. Und Kraft muss auch raus, oh Gott. Kraft muss auch raus. Oh, wir haben keinen zweiten Torwart, den müssen wir mal hochholen. Und so ein Oblak. Den lassen wir spielen, würde ich sagen. Du sind die Saison sehr stark verbessert. Aber wir holen nicht ihn, sondern den lieben Sanin. Schunin, den holen wir auf jeden Fall hoch. Den holen wir hoch. Aber nur für das eine Spiel. In die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. Oder. Nächstes Spiel. Vierter, zweiter. Was haben wir jetzt für Datum? Okay. Den holen wir gleich hoch. Und zwar dauerhaft. Dann sollte da eigentlich nichts passieren. Zack. Für eine Woche. Die laufen einmal für eine Woche da. Oblak ist im Team. Sehr schön. Kraft, auf geht's. Und dann würde ich sagen, pfeifen wir das Ganze mal an. Mal schauen, wie es eher so schlägt. Aber du lernst doch irgendwie das Falsche. Lern mal bitte Faust, ne? Er ist 26 Jahre jung, vielleicht können wir bei ihm noch das ein oder andere rauslocken am Gehalt, also am Transfermarkt. So 2, 3 wäre schon interessant, wenn wir das kriegen würden. Aber nee, will keiner. Gut, dann gehen wir rein. Zack, ins Freundschaftsspiel. Natürlich im in der Sofortberechnung. Gegen Freundschaftsspiel Lotte soll das eigentlich keine so große Schwierigkeit werden. Ein Sieg ist auf jeden Fall heute Pflicht gegen Lotte. Da ist es 1-0, 2-0, 3-0 vor der Halbzeit. Damit kann man doch zufrieden sein. Kittel kommt mal rein für den Draxler. Koch für Leitner. Mitchell Weiser kommt mal für den Kiko. Und einen Rapolter würde ich auch mal gern sehen in der Defensive. Er ist auch ein defensiver Mann. Ist 10 Millionen wert, mein Lieben. Mit 17 noch eine Stärke von, Achtung, 83. Ihn hier wollte ich ja am Anfang noch verkaufen, aber nein. Gut. 3-0 steht's hier. 4-0, sehr schön. Rudolf hat's mal zugeschlagen. 5-0. Lasogga wieder. Mit 5-0 kann ich doch sehr gut leben, doch. 5-0 ist absolut in Ordnung. Statistiken. Spiel des Spiels war eher sehr schön. Stärke würde ich mir gerne sehen. Lotte 564 wie 821. Okay, Spielerbericht. Okay. Einfach mal weiter. Gegen Bremen, meine Lieben, das gibt's auf jeden Fall im 3D-Modus. Das ist immer nochmal das Top-Transfer. Dennis Rapolter kommt zu den Herthaner. Den würde ich irgendwie gerne ausleihen. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Aber wenn man so eine Mannschaft, in der er auf jeden Fall spielt, muss man mal schauen, was wir da machen können. Auf geht's, hopp, hopp. Dani Wölbeck verlängert seinen Vertrag, schade. Wenn es der war, wo ich meinte. Ja, wenn wir sehen, wie der drauf hat. Mit 2,5, eine 4, eine 4, eine 3,0. Ist eigentlich in Ordnung. Oh, Royer hat sogar ein Tor gemacht.
Wie viel haben die gespielt? 1-1, okay. Österreich gegen Lettland. Klaas-Jan Huntelaar ist auf Transferliste gesetzt. Vertragsverhandlung. Den können wir uns sogar holen, mein Lieben. Aber 4 Millionen, mein Lieben, viel zu viel. Welbeck verlängert seinen Vertrag ebenfalls. Interessant. Scout-Berichte sind mittlerweile fertig. Immer noch Deutschland und Portugal. Können wir mal wieder reinschauen, was die da so rausholen. Kennen wir ja bereits. Diekmeyer wäre auch einer für die rechte Verteidigung. Aber da haben wir unseren Philippe Koch. Da brauchen wir nicht unbedingt einen neuen. Die sind immer noch auf der Reise. Ihm geht es auch wieder einigermaßen in Ordnung. Sein Marktwert steigt ebenfalls. Jetzt reden wir einfach mal nur mal ganz schnell mit jedem. Und dann schauen wir mal. Nein, jetzt machen wir mal super letztes Spiel. Dann sagen wir ihnen mal. Also dann sagen wir mal dafür, dass Rapolter ja ausgeliehen werden kann. Weil er da bei uns nicht allzu sehr zum Zug kommt. Ich brauche den nächsten Spiel im Top fahren, ist ganz klar. Er gewinnt nochmal volle 3 Moralpunkte. Hornschuh, mein Lieber. Großes Lob dir. Rudolf, ihm geht es ja nicht so gut, weil er nicht zum Zug kommt. Leitner. Bei ihm mache ich mir keine Sorgen. Torriche mal bitte verbessern. Bittenkur. Gut, sonst kann man mit keinem mehr reden. Wieder verklickt. Oblak, mein Lieber, wo bist du? Oblak. Rapolte meine ich. Oblak ist ja der Keeper von der zweiten. Transferstatus ändern. Auf der Transfer zur Leihe. Leihgebühr. Tun wir aber runter. Auf eine 5 Millionen. Rapolte. Aktion. Vertrag. Kann ich dir nicht anbieten. Und dann gehen wir mal ein bisschen runter. Auf 4. Entschuldigung. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass sich da wer meldet. Wie stufen Sie eigentlich die aktuelle Jugend ein? Stärker oder schwächer als die letzten Jahrgänge? Was ich dort sehe, ist absolut überzeugend. Immer das Gleiche. Dennis Rapolte auf Transferliste gesetzt. Hä? Ist doch meiner. Wie kann der bitte auf der Transferliste sitzen? Ach so, ich habe noch. Ach so. Der ist auch im Blickfeld, Mensch. Der ist noch im Blickfeld, deswegen. Matthias Limbeck auf der Beobachtungsliste steht, ist jetzt. Ist heute 16 Jahre alt geworden. Das heißt, dass sie ihm ab jetzt ein Vertragsangebot machen können. Limbach. Oh, der ist auch nicht schlecht. Nee, aber wir haben viel zu viele Jugendspieler. Rapolter. Vertrag. Ich kann den nicht anbieten. Wieso kann ich den nicht anbieten? Egal, jetzt ist ja schon mal das Spiel gegen Bremen dran. Das gibt auf jeden Fall im 3D-Modus. Da habe ich ja letztens einen Tipp bekommen, dass das ja sogar, dass man sogar da die Live-Tabelle anschauen kann. Und die Live-Tabelle muss ich mir anschauen bei so einer Tabelle. Wir hatten immer auf der linken Seite gespielt. Royer, genau. Wo bist du? Da. Auf einer Form von 13. Freut mich. Philippe Koch wieder für Rudolf. Hornschuh geht wieder raus. Dafür kommt unser Captain Zanker. Aber auf der anderen Seite. Oder wir haben die gespielt. So oder so. Ich denke so. Kraft ist wieder vollgesetzt. Besic kommt rein. Rodriguez kommt rein für Vicky. Vicky kommt auf die Bank. Dann sollte da alles stimmen. Rapolte ist drin. Koch oder Rapolte raus? Sogar Koch. Rapolte ist sogar stärker wie Koch. Und Koch ist sogar 5 Jahre älter. Interessant. So spielen wir es. So steht's. Jetzt fest und so werden wir auch spielen. Zusätzliche Siegprämie 50.000. Das Spiel müssen wir gewinnen gegen den fünften. Ja, ich denke mal, das werde ich mal nicht machen. Keine Manndeckung.
ins Merchandising schauen wir mal ganz kurz, da flitzen wir rein in die Fans. Selbstbuppe sollte einen Vertrag auf Lebenszeit halten. Stimmt, unser Vertrag können wir den mittlerweile verlängern. Nein, ich kann ihn immer noch nicht verlängern. Woran liegt es? Aktueller Vertrag. Ich habe noch einen Vertrag heuer nur noch. Ich muss ihn unbedingt verlängern. Sehen wir ja dann. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich im 3D-Modus gegen Bremen. Haut rein, Leute. Tschüss.